Okay, jetzt geht's weiter mit einem kleinen Squat-Workout. Dazu möchte ich Ihnen aber vorher erst ein paar Dinge noch erklären, was die Ausführung angeht. Squat bedeutet einfach Kniebeuge. Und eine Kniebeuge gibt es sehr viele Varianten, die man da durchführen kann. Man kann auch bei einer Kniebeuge auch ganz tief runtergehen. Sie orientieren sich an Ihrer eigenen Fähigkeit, so runterzugehen in die Kniebeugenposition. Das heißt, wie ist so Ihre Fitnesssituation im Knie, in der Hüfte, auch von der Beweglichkeit her? Das heißt, wo treten da eventuelle Beschwerden auf? Die Knie zu beugen und in eine Kniebeugenposition zu gehen, ist an sich immer gesundheitsförderlich. Das muss man ganz klar auch nochmal sagen. Gut, ich zeige Ihnen erstmal die drei Übungen, vielleicht aber vorab, worauf wir gleich oder wie wir es trainingsmäßig aufbauen. Sie haben drei verschiedene Kniebeugenvarianten und die machen Sie immer hintereinander 20 Sekunden. Und also auch ohne Pause, geht dann direkt ineinander über. Das heißt also, man macht 1 Minute Kniebeugen. Danach sind 20 Sekunden Pause und das Ganze machen wir dann 6 Mal. Also 6 Mal quasi 1 Minute. Sie werden merken, das wird dann schon durch die Häufung der Belastung dann schon relativ anstrengend. Aber wie gesagt, jetzt erstmal geht es darum, Ihnen nochmal diese drei Übungen vorzustellen. Die erste Übung, das ist der gehaltene Squat, die gehaltene Kniebeuge oder Squat Hold genannt. Dazu gehen Sie einfach in eine hinten-unten Position. Also das heißt, Sie konzentrieren sich im Prinzip hauptsächlich darauf, ich sag mal so die Mitte des Oberschenkels nach unten zu bringen. Also das heißt, Sie sollten jetzt nicht sich auf Ihr Gesäß konzentrieren und das Gesäß nach hinten rausschieben, sondern Sie sollten sich darauf konzentrieren, die Mitte des Oberschenkels Richtung Boden zu führen. Die Hände empfehle ich immer so in einer relativ lockeren Position im Ellenbogen, ein bisschen die Ellenbogen nach außen gestellt, so in so eine Position zu bringen. Die Hände können Sie dabei so ein bisschen aufeinander legen, das müssen Sie aber nicht. Sie können das auch so machen oder auch die Arme weiter nach vorne strecken. Allerdings, wenn die Arme weiter nach vorne gestreckt werden, ist es auch immer schwierig, die Schultern zu stabilisieren. Also das heißt, die Schultern hinten, unten, außen zu stabilisieren, ist bei der Kniebeuge immer sehr, sehr wichtig. So, und wir gehen dann in eine Position, die ja in Richtung waagerechte Oberschenkel gehen kann, sollte, und die halten wir dann 20 Sekunden. Na, wenn Sie das hier oben besser halten können, können Sie das auch erstmal in dieser Position machen. Okay, das ist der gehaltene Squat. Der geht dann direkt über nach 20 Sekunden in einen Impuls-Squat. Also das heißt, wir machen eine pulsierende Bewegung im unteren Bereich, federn quasi einmal nach. Na, das ist der Impuls-Squat. Und der geht dann wiederum über in einen Squat Jump, also quasi einen Kniebeugensprung. Hierbei ist es wichtig, dass man die Füße ruhig ein bisschen nach außen setzt, möglichst darauf achtet, dass die Unterschenkel relativ senkrecht sind, tendenziell eher nach außen zeigen und dass Sie mit den gestreckten Armen nach unten arbeiten. Also das heißt, gestreckte Arme tendieren nach unten. Trotzdem ist der Rücken gerade und die Schultern sind nach hinten unten gestellt und auch der untere Rücken ist gerade. Also das heißt, es ist sehr ungünstig, wenn Sie diese Kombination machen. Also das heißt, auf jeden Fall darauf achten, die Knie möglichst nach außen und relativ weit hier mit den Fingerspitzen Richtung Boden tendieren. Wobei Sie das dadurch machen, dass Sie nicht mit den Fingern hier nach unten arbeiten, sondern immer mit den mittleren Oberschenkeln Richtung Boden. Okay, das sind die wichtigen Kriterien. Bis gleich im Workout.